Na, wunderbar. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays. Moment. Ja, auf die Great Instance, genau. Ja, ich muss mal wieder überlegen, welches ist denn das jetzt? So eine Scheiße. Ja, genau. In der vergangenen Folge haben wir so ein kleines bisschen... Ja, was haben wir denn da gemacht? Wir haben das Ding hier soweit eingerichtet und... den Schornstein, glaube ich, auch gesetzt von dem Haus. Da war, glaube ich, was. Jetzt ist natürlich die Frage, womit wir weitermachen. Naja gut, das sehen wir ja letztendlich schon, womit wir jetzt gerade weiter verfahren. Genau, das Ding muss mal abgeschlossen werden und dann gucken wir mal weiter. Es gibt da noch mehr als noch zu tun. Mir ist noch eingefallen oder aufgefallen, wie auch immer, dass wir in der Festung nach wie vor noch zwei Axolotl liegen haben. Das war noch Axolotl, oder? Ja klar, Axolotl. Ja, logisch, Axolotl sind was anderes. Nee, wir haben da nach wie vor noch zwei Axolotl rumhocken, die eigentlich nach wie vor noch ein kleines, richtiges Zuhause brauchen. Das haben wir nämlich aktuell noch nicht. Jetzt ist halt nur die Frage, wo wollen wir die beiden jetzt einbürgern? Wollen wir für die noch was extra bauen oder sollen wir die einfach in die andere Kiste da hinten setzen? Ja, nicht Kiste hier, die Höhle, die beim Bauernhof ist. Da könnte man die durchaus reinsetzen, da haben wir genug Wasser. Ich hoffe, dass sie sich da auch wohl drin fühlen würden. Da könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das mit den Axolotl machen wollen. Genau, da haben wir hier drüben noch vielleicht noch einen Beryl. Und... ja, ich glaube, mal ist draufgelegt, das passt schon. Wir haben noch ein paar Kisten hier. Kisten. Wow, das sind ja richtig viele, würde ich mal sagen. Ich kann mich ja gar nicht mehr retten vor der... Oh, so viele. Scheiße. Naja. Genau, haben wir noch ein paar Kisten da reingehängt und dann... Weiß ich nicht, da vielleicht auch noch mal eine. Und hier... ein paar Krüge wäre jetzt auch nicht so schlecht und ein paar Blumentöpfe und dann haben wir oben... Ah, wobei, vielleicht noch einen kleinen... vielleicht noch mal den ein oder anderen Chor. Das wäre auch relativ geil, muss ich gestehen. Schön. Und so viele brauchen wir jetzt zwar nicht, aber das ist egal. Einfach haben und nicht haben, genau. Und dann noch ein Korb hin. Weiß nicht. Da vielleicht auch nochmal ein. Ja, kann man machen, oder? Ah, okay. Ich habe zwar zwei zu viele, aber Wayne interessiert das schon. Ich war gerade echt verwirrt wegen dieser weißen Fläche hier. Scheiße. Ach ja, schlafen müssen wir vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal. Das soll hilfreich sein. So, einmal... komm, rein ins Bett hier. Dankeschön. Oh. Und was trinken natürlich, nicht vergessen. Wichtig. So, wunderprächtig. Ja, wo ist... da ist der Ausgang. Wunderbar. Krüge. Beziehungsweise generell erstmal ein paar... Ziegelinskis für die Krüge und für die Blumenpötte und Klump und Zeug. Das wäre schon recht neues, würde ich mal sagen. Hab ich noch irgendwas... ach, leck mich doch. Hab ich noch irgendwas hier? Da nicht? Da auch nicht? Nein, nein. Ach, da ist sowieso nicht. Nee. Moment, vielleicht haben wir noch was in der Kisten. In dem Fass im unteren Teil... wo ich gerade durchgestiefelt bin, das habe ich nämlich noch nicht ausgeräumt. Aha, ja, eigentlich kann ich auch gleich direkt alles mit dem, was hier drin ist. Brauchen wir sowieso irgendwann mal nicht hier drin, genau. Okay, erstmal raus da mit dem Kram. Schön nach oben, dankeschön. Jetzt hätte ich ganz gerne. Wir haben oben auch noch eine Bergbahn, dann kann ich das auch oben direkt machen. Okay, ich hätte ganz gern einmal. Genau. Zu viele. Ist mir durchaus bewusst, aber ich wollte aber mal ein paar gebaut haben. Ach ja, herrlich. Das reicht. Und vielleicht ein paar Blumentöpfe dazu. 1, 2, 3, 4. Die gönne ich mir. Einen da drauf und... vielleicht noch mal einen davor. Ah. Vielleicht da auch noch mal einen hin. Ja genau, wir stecken das Ding einfach mal komplett voll. Wer weiß, was hier oben gelagert wird, das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber das müssen wir auch nicht wissen, ne?
Ich würde ganz gerne was auf die Truhe draufstellen, aber ich bin leider ein bisschen zu klein. Aber es ist wirklich sehr schade, dass ich nicht auf die Truhe draufstellen kann. So ein Mist. Oh, nur Scheiße. Okay. Ich glaube, das reicht dann soweit. Entschuldigung. Okay, dann hätten wir jetzt den Bereich auch soweit abgeharkt. Ich meine, diese Krüge kann man notfalls dann auch nochmal hier vorne in diesen Bereich reinstellen. Das wäre auch eine Option. Okay. Ja, dann ist dieser Innenhof jetzt soweit. Also dieser Teil des Innenhofs schon mal soweit abgehakt. Ich meine, klar, dieser hier fehlt noch, aber so viel Gestaltung kommt hier gar nicht unbedingt. Doch. Natürlich, da kommt auch noch eine ganze Menge rein, sag ich euch. Oh, was ist denn hier gerade los? So, aber wir sollten jetzt auf der Mauer auf jeden Fall noch ein bisschen Dekoration hinsetzen. Keine Ahnung, ein paar Fässer und ein paar hier Komposter. So Körbe mit Pfeilen drin und so, ihr wisst. Wäre natürlich echt, echt schön, wenn man da wirklich Pfeile reinstecken könnte, die dann auch so rausgucken und so, das wäre geil, aber... Ich meine, klar, mit Commands würde sowas halt funktionieren, aber... Tja. Hier wirklich mit Treppen gearbeitet. Ja. Warum habe ich mit Treppen gearbeitet? Ja. Ja, toll, danke. Ich glaube, dass ich hier ganz gerne mal so ein Ding hinsetzen möchte. Für etwaige Pfeile. Ich meine, da haben wir auch schon die Steine zum Runterwerfen. Und dann hier drin vielleicht auch nochmal. Haben wir auch zwei Teile dafür. Und dann können wir hier, naja, vielleicht so richtig schön mittig nochmal ein Ding für die Pfeile setzen. Ja, das ist geil. Ich hätte da noch eine ganz wichtige Frage. Ist mir nämlich jetzt gestern, oder wann war das war? Oder wann war das war, genau. Oder wann das war, eingefallen. Als ich hier die Felsen ein bisschen weiter geschustert habe. Die dauert natürlich noch ewig. Dafür müssen wir ein bisschen weiter runtergehen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder halten würdet. Ja genau, da fehlen jetzt halt noch einen Haufen Knöpfe und halt das Laub sowieso, aber ansonsten habe ich das eben auch schon mit Treppen gearbeitet teilweise. Bin aber auch nur gerade so rum. So, was haltet ihr davon, wenn wir hier diese Mauer ein bisschen weiterziehen? Weil sie nicht nur ein bisschen weiterziehen, sondern die wirklich damit ransetzen. Ich würde jetzt aber nicht direkt an den Turm rangehen, sondern eher an das Haupthaus, weil ich mich nicht verguckt hatte. Genau, die Mauer würde ungefähr dann da reinlaufen. Die wird aber natürlich, also die wird zwar verbunden, aber die wird dann keinen Zugang zur Festung kriegen. Das wäre jetzt die Frage, wie seht ihr das? Sollen wir sowas machen? Das wäre dann nochmal zusätzlicher Schutz von dem Tor. Weil das Tor dann letztendlich in so einer Ecke halt ist. genau, dann wäre es von hier aus geschlossen, von der anderen Seite nicht. Was ich aber auch nicht unbedingt so wild wäre. Genau. Jetzt die Frage, wie gesagt, würdet ihr euch da eine Mauer vorstellen können oder so müssen wir es sein lassen? So lange würde die Mauer da nicht dauern, weil das, ja, ist auch fix gemacht, ist ja nur ein kleines Stück. Genau. Also die Mauer würde dann quasi von da aus dann eben dementsprechend weiterlaufen rüber. Mauermittelpunkt ist der hier. Genau. Da wird dann letztendlich der Mauermittelpunkt sein, das heißt die Kacke, die hier runter tropft, ja, tropft genau daneben, neben die Mauer. Okay, wenn es nachgeht, stoßen wir doch ein ganz kleines bisschen in den Bergfried mit rein, aber... Genau, dann würde hier noch so ein kleines Stückchen Mauer langlaufen. Das Tor wäre dann direkt daneben. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Wollen wir sowas machen, das hier wirklich zu machen? Dann sieht das auf jeden Fall mehr danach aus, als würde zusammengehören. Aber es sind halt trotzdem zwei unabhängige Abschnitte voneinander, also... Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr davon? So, und jetzt würde ich, glaube ich, erstmal hingehen und gucken, was ich jetzt für ein Material genommen hatte. Das war grobe Erde, Wurzelerde und... okay. Da könnte man hier jetzt nämlich eigentlich mal diesen Teil hier zu Gemüte ziehen. Räusper. Schön, wächst ja nicht in den Kram. Ja, natürlich fällt der Kram runter. Ist okay. Ja, nee. Hab ich gar kein Problem mit.
Moment, wollte ich jetzt eigentlich erstmal die, die Dings gestalten? Die Mauern und so? Da war, glaube ich, was, ne? Oh, was mache ich denn hier? Ja, es gibt halt zu viel zu tun. Mann, da kann man sich manchmal nicht entscheiden, wo man anfangen will. Oh, das Material, das kann ich ja nicht liegen lassen. Ne? Muss ja auch mitgenommen werden. Oh, ja, her damit. Moment. Falsch, aber noch nicht alles. Ich muss da eigentlich noch ein bisschen weiter. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Wo ist die. Da ist die Erde. Ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich wenigstens die Erde erst nochmal so weit, also das Gras jetzt mal rausrupfen. Dass wir hier dann bei Zeiten dann eben dementsprechend weitermachen können. Muss ja nicht unbedingt heute sein, aber es ist schon mal eine kleine Vorbereitung auf das nächste Mal. Oh, und wieder falle ich runter. Nee, du! Oh. Na gut. Dann ist halt so. Kurz nochmal weg. Dankeschön, dafür nehme ich die Fackel auch gerne in die Hand. Jo. Mhm, natürlich falle ich wieder runter. Wohin auch sonst, genau. Aber gut, dann kann ich die Kram jetzt eigentlich auch so weit deckeln. Das ist dann ein bisschen einfacher hier. Mit Hirn aus, dann letztendlich die, den Boden reinzulegen. Da bin ich ganz ehrlich. Okay, das passt soweit. Und ich bohre also so gerne mit Hirn aus, wisst ihr ja. Ich habe ja auch kein Hirn. Manchmal. Okay. Hier auch nochmal da hinten und dann, ach ja, genau. Hier drüben ist auch noch ein kleines Loch. Sehr schön. Mehr davon. Die beiden auch nochmal. Aha, und da machen wir mal zwei. Dankeschön. Okay, haben wir es jetzt? Ja, wir können die meinetwegen auch nochmal wegnehmen. Ist es in Ordnung? So, weg damit. Und mit dir auch nochmal. Und mit dir auch. Und dann haben wir frei. Ach ja. Vielleicht sollte ich auch alles mitnehmen bei der Gelegenheit. Ich komme nicht runter. Manu. Warum ist das Spiel so ein Spielverderber? Okay, dann nochmal eine Fackel hin. Ups. Ist jetzt alles dicht? Ja, und ich auch. Ja, scheint ganz so. Ich will hier mal einen reinsetzen. Was, danke. Dann haben wir den Kram jetzt weit abgehakt. Dann. Genau, können wir jetzt eigentlich die. Ja, vielleicht hier und da noch eine kleine Werkbank hinstellen. Das wäre auch eine Option. Eine Option. Für eine Werkbank. Genau, zum Bleistift hier hinten in der Ecke. Und tatsächlich bin ich ein ganz kleines bisschen am Überlegen, ob ich hier noch so ein kleines hölzernes Dach drüber setze. Einfach nur, weil ich kann. Also jetzt nicht über die ganze Mauer, sondern bloß ein kleines Stück hier. Wäre irgendwie lustig. Ich glaube, das mache ich sogar, du. Das wäre wirklich geil. Okay, dann einmal ein kleines, ein kleines Dach. Es ist nur die Frage, wie genau bauen wir das jetzt? Ach ja. Bevor ich irgendein Dach setze, soll ich vielleicht mal eine Runde schlafen gehen. Soll hilfreich sein. Wo ist das Bett noch gleich gewesen? Tasche habe ich es nicht. Glaube ich hinten, oder? Ja, das ist ein neues Bett. Das alte ist jetzt in der Kreuerstube. Ja, wunderbar. Wunderbar, sag ich euch. Okay. Ja, viel geschafft wird jetzt heute in der Folge nicht scheinbar, aber das ist okay. Kann ja hin und wieder mal vorkommen. Mal ein bisschen Holz. Ein paar Zäune. Ach komm schon. Ein paar Zäune. Denn Zäune sind meine Träume. Genau. Zwei Zauntore vielleicht? Dankeschön. Da könnte man eigentlich, wenn man das denn wollte, den Pfahl hinhängen. Höher. Und den. Wenn man das da. Und. Ja.
Ja, danke schön. Klasse. Okay. Haben wir da auch mal so ein Ding ran? Hier brauchen wir natürlich auch noch mal welche. Sebastian konnte eigentlich jetzt auch genau hier nochmal so ein Teil hinstellen. Klar, da verbinden wir natürlich nochmal drüben und hier zwischen dann auch nochmal. Also nochmal drei weitere Zauntore, bitte. Zauntor. Hier auch noch eine Mauer hinstellen? Ich hab sowieso das Gefühl, dass es eigentlich zu wenig ist. Egal. Erstmal drei Zauntore wieder. 1, 2 und 3. Dankeschön. Ich wollte eigentlich 3 haben. Das wäre recht geil. Danke. Also 1 für hier und 1 für da und hier drüben dann auch nochmal. Hier drüben dann auch nochmal 1 dran. Dankeschön. Okay, und jetzt kommt da noch ein kleines, wunderbares, geiles Dach drauf. Genau, geile Dächer aus deiner Umgebung. Ja, machen wirklich ganz einfach. Hier einfach ein paar Stufen drauf und dann hat sich der Lack schon. Jo. Weil ich glaube, ich vor die Stufen, da noch Falltüren drunter vorsetzen würde, wenn mich nicht, genau, das finde ich irgendwie ziemlich geil. Muss ich gestehen. Da haben wir ein Gerät dran. Da auch. Ja. Und dann vielleicht in dieser Höhe nochmal. Jo. Dann haben wir dann mal so einen kleinen Unterstand nochmal drin. Wie gesagt, wo noch ein paar Falltüren fehlen. Hallo, Styros, bitte. Ein paar mehr davon. Gut, das wird jetzt irgendwie für nichts reichen, aber ist okay, schon mal ein Anfang. Ah, der sollte nämlich dann auf die obere Kante davon. Und da auch. Hier natürlich dann auch nochmal, und dann gucken wir gleich mal, wie das ausguckt. Kann nämlich sein, dass ich die sogar doppelt legen muss. Ja, ist sonst zu dünn. Okay. Ich brauche also noch mehr davon. Ist ja okay. Ich habe damit absolut kein Problem. Okay. Einmal hochgehen, bitte. Da eine Falltür dran. Hier eine Falltür dran. Und hier drüben auch nochmal eine. Dankeschön. Da kann ich noch was dran setzen, das ist gut. Hüp. Hüp. Danke. Hüp. Ach Gott, ey. Manchmal, ne? Manchmal ist manchmal. Richtig. Ach ja. Ja, aber das sollte ich auf jeden Fall gehen mit der Dicke. Das sollte jetzt besser funktionieren als vorher. 1 und 2 und 3. Jetzt fehlt mir natürlich ein Falltürchen. Gib mir noch eine Falltür, bitte. Danke. Falltür. Ach ja. Warum habe ich das denn jetzt abgebaut? Ich frage einen Freund. Weil du dumm bist, Junge. Ja, vielleicht. Okay, jetzt immer noch so ein kleines Ding dran. Und theoretisch, ach ja, genau, Fässer. Haben wir hier auch noch nicht, weil Fässer machen das ganze Bild noch besser. Okay, haben wir noch 2 Barrels. Meinst du, viele Fässer darf ich eigentlich auch nicht? Ach, wisst ihr was? Ist mir egal, da kommt trotzdem eins hin. Ein bisschen schade, dass ich das hier connected, aber ja, was soll's. Kann man halt nicht ändern. Oh, was ist denn hier los in der letzten Zeit, Mensch? Eieiei. Okay. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeug. Was? Natürlich auch machen könnte. So ein Teil einfach als Fuß nehmen. Also den unteren Zaun wegnehmen und dafür dann einfach das Ding hinsetzen. Wäre auch eine Option. Ist vielleicht für andere, für Einrichtungssachen dann vielleicht interessant, aber ich finde für hier jetzt, glaube ich, eher weniger. Aber eine Chest hätte ich auch nochmal ganz gerne. Ich weiß eigentlich ein bisschen übertrieben für diesen Teil der Mauer, aber das ist mir egal. Das ist mir dermaßen egal, ist mir das. Mal her, Ding. Die stellen wir dann einfach mal hier hin. Okay. Eine Laterne wäre ja auch nicht schlecht, oder? Also, weiß ich nicht.
Bastel einfach mal zwei. Wenn ich nicht so blöd dazu bin. Dankeschön. Ah, geil. Glück. Ja, man mache ich. Ich meine, ich hätte hier sonst auch eine Laterne aber dranhängen können, aber das wär, dann wird mir das Ding ein bisschen zu tief hängen. Okay, eine weitere Werkbank bitte. 1, 2, 3. Mehr. Ne, nicht ein paar mehr Werkbänke, aber ein bisschen mehr Holz da. Dankeschön. Werkbank würde ich jetzt die Frage hier oben mit draufsetzen. Ich meine, wir hätten ja hier eine Mitte. Aber da will ich nicht unbedingt eine Werkbank stehen haben, wenn ich ehrlich bin. Eher ein Fass oder sowas. Ja, das ist dann zu eng an der Stelle. Ich meine, hier sollte ja sowieso noch was hin. Ja, stellen wir auf jeder Seite eine Werkbank hin. Das passt schon, das passt schon. Okay. Unsere Werkbank bitte. Dankeschön. Ja. Brauchen wir jetzt natürlich noch ein paar Fässer. Das ist ein bisschen mehr Holz. Dankeschön. Und ja, genau, Fässer. Ich brauche Fässer. Eins für hier. Da können wir hier eigentlich auch direkt die anderen Laternen draufstellen. Okay, das ist super. Vielleicht mal. Ich weiß nicht, will ich da jetzt wirklich so einen Krug noch mit hinstellen? Irgendwie widerstrebt das mir, bin ich ehrlich. Ich glaube, das reicht schon. Ja, das ist doch eigentlich soweit in Ordnung. Können wir vielleicht noch einen Krug hin? Hier drüben auch nochmal. Ja, direkt da dran. Ich glaube, das ist da angenehm. Naja, wobei. Nein. Och. Muss das sein? Ach, hey, wie Witzka. Meine Fresse. Wo hab ich die jetzt hingesetzt? Wo sollte der jetzt hin? Dahin. So passt jetzt. Oh Gott. Also wir hätten noch ein paar weitere Fässer. Das finde ich gut. Müssen wir da nochmal fast liegend hin auf der anderen Seite auch nochmal? Oder wollen wir einfach hier nochmal zwei Fässer hinstellen? Ich glaube, wir stellen hier nochmal zwei Fässer hin, so passt. Ein bisschen, nee, das ist zu eng. Das geht nicht. Und da will ich jetzt eigentlich auch nichts draufstellen. Nee. Gut, dann lassen wir das so. Dann lassen wir das jetzt hier soweit. Hier oben reicht das eine fast. Das ist in Ordnung. Genau. Okay, den Turm. Von innen. Ich könnte hier eigentlich auch noch mal wieder so ein kleines Dach dran setzen, wie drüben beim Bergfried auch schon. Hier kann man dann auch so ein bisschen Fässer hinlegen, wobei das würde ich eher hinstellen an dieser Ecke und direkt daneben dann eins hinlegen. Das wäre schon recht neues. Eine Werkus von Bank nochmal. Kann man sie dann vielleicht dahin klatschen? Ja, wobei. Ich setze mir vielleicht direkt dran, ne? Habe ich noch einen Krug? Nee. Mann. Was hier eben jetzt ein? Ja, Pech. Zu viel. Viel zu viel. Okay, den brauchen wir später hier wieder einrichten wahrscheinlich. Also werden wir reingestellt so. ich hätte hier ganz gerne eine Truhe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die würde da ein bisschen besser passen. Ja, damit. Die stellen wir dann so richtig schön da drauf. Da kommt eine Laterne hin. Für dich ist natürlich das Eisen gerade nicht da, aber das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche wieder ein bisschen Holz. Dankeschön für weitere Zäune. Gut, ich habe ja noch welche da. Die reichen natürlich für nichts, das ist richtig. Upsala. Nein. Ach Gott, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon wieder anfangen zu weinen hier. Jo, den brauche ich jetzt noch drei weitere. Eins und zwei und drei und vier. Okay. Huch. Eins, zwei, drei, vier.
Weiß nicht mehr, wie viel ich davon brauche, also passt schon. Ach ja, Bettchen? Bett, Bett, ich brauche ein Bett. Hilfe, ich muss schlafen. Scheiße.